Mein Opa hat immer gesagt, Kerle, guck, dass du es gescheit lernst. Wir haben so eine kleine Landwirtschaft und da habe ich von meinem Opa halt einfach viel mitbekommen. Ohne Fleiß kein Preis, sag ich mal. Also der prägendste Satz, nicht nur meiner Kindheit, sondern der zählt auch heute noch von meiner Mutter, ein Nein hast du, ein Ja kannst du bekommen. Also ich bin hier nach Deutschland gekommen zum Arbeiten und nach kurzer Zeit habe ich meine Frau kennengelernt. Liebe in eine Familie ist für mich das Stärkste, was es gibt auf der Welt. Mein Opa war mein bester Freund zu der Zeit. Er hat mich handwerklich und aber auch menschlich Werte vorgelebt, wie man gewisse Dinge im Leben meistert. Er hat Lebenserfahrung gehabt und diese Werte hat er mich weitergegeben. Ich komme vom Land, wo jede Person geht in die Kirche, jeden Sonntag. Ja, die Werte auf meine Jugend sind auf jeden Fall diese Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Achtung vor anderen Menschen, immer das Beste zu geben. Es ist viel geblieben, es ist alles hier drin geblieben, in meinem Herz. Ich werde nie vergessen, ich habe mir das erste Rollbrett selber gebaut, also in der Werkstatt von meinem Vater, und bin die Straße runtergefahren und habe es wirklich geschafft, dass ich mein nagelneues T-Shirt, das ich zum ersten Mal anhab, total zerstört habe. Mein Vater war stolz auf mich, meine Mutter hat geschumpft ohne Ende. Wir sind eine typische Patchwork-Family. Ganz klar, meine Eltern haben sich 2001 getrennt. Ich war 4 Jahre alt und damit umzugehen war schon echt heftig. Also Sport bedeutet für mich Ausweg, Lösung und einfach einen Weg, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, ich habe ziemlich lang Triathlon gemacht, habe da klein angefangen und habe dann 2007 am Klassiker in Deutschland in Rot teilgenommen. Es ist unheimlich wichtig, dass man ein Ziel hat und den Willen, dieses Ziel zu erreichen. Ich habe schon beißen müssen, habe mich übergeben müssen. Dann zählt nur noch der Kopf. Und dann habe ich noch 2,5 Stunden durchgebissen und dann erfolgreich das Ziel erreicht. Also für uns bedeutet Familie alles. Also A und O, sagen wir so. Meine Eltern haben arbeiten müssen, wir haben kein Geld gehabt und deswegen musste ich mich um meine 2 Geschwister halt kümmern. Heute sind meine ganze Geschwister, die sind ja für mich zum Teil wie, als wenn es meine Kinder wären. Wir sind nichts Besonderes, wir haben was Besonderes. Wir haben uns. Ja. Auch wenn es vielleicht mal ein bisschen schwieriger ist, also ich das Lachen verlerne ich glaube trotzdem nicht. Das ist glaube ich das Wichtigste. Ich bin seit 5 Jahren hier bei Hainbuch und es ist für mich wie auch eine zweite Familie. Ich könnte es mir nicht vorstellen, ohne meine Familie jetzt zu leben. Und da bin ich auch auf mich irgendwie persönlich ganz arg stolz, dass ich daran festgehalten habe. Ich sage, das ist meine Firma. Weil diese Firma ist auch ein Teil von mir. Also ich muss das alles tun, dass es diesem Unternehmen auch gut geht. Weil das ist auch ein Teil von mir. Nur wer weiß, woher er kommt, weiß auch, wohin er will. Ich liebe meinen Job.